die sieht ja schön aus. Ha, aber sicher nicht an dir. Sei nicht so gemein, Henry. Mama, die Schuhabteilung ist in diesem Stock. Können wir nicht nur ganz kurz vorbeischauen? Henry, wie kannst du überhaupt noch nach etwas fragen, nach dem, was du gerade gemacht hast? Du hast mich ganz schön in Verlegenheit gebracht. Aber Mama... Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ja. Ist diese Hose auch strapazierfähig? Oh ja, und die führen wir übrigens in allen Größen. Vielleicht möchten gleich beide ihre Jungs sie anprobieren. Ich zieh doch nicht die gleiche Hose wie der an. Und außerdem ist das eine Mädchenhose. Die Hose kann sowohl von Jungen als auch von Mädchen getragen werden. Oh, wie praktisch. Sei nicht so gemein, Henry. Los, benimm dich endlich. Probier sie mal an. Vielleicht probieren wir es mit einer anderen. Soll ich sie Ihnen einpacken lassen? Ja, vielen Dank. Peter! Henry! Wir gehen! Jetzt beeil dich, Henry! Henry? Verehrte Kunden, falls einer von Ihnen einen schrecklichen Jungen sieht, melden Sie ihn bitte am Informationsstand. Rotatoots! Die sind ja so cool! Wenn ich König bin, habe ich für jeden Tag im Jahr ein neues Paar Rootatoots. Siehst du, Mama? Die sind doch echt cool. Nein, Henry, das geht einfach nicht. Du solltest dich wirklich schämen. Ich kann dich keine Minute aus den Augen lassen, ohne dass du irgendwelchen Ärger machst. Juhu! Hey! Das Problem mit Eltern ist, sie haben keine Ahnung, was im Leben wirklich wichtig ist. Ich brauche diese Schuhe unbedingt. Mama versteht das einfach nicht. Verehrte Kunden, der schreckliche Junge wird schon wieder gesucht. Falls Sie ihn sehen, melden Sie es bitte am Informationsstand. Bin gespannt, ob das funktioniert. Launische Laura. Jetzt habe ich aber langsam die Nase voll von dir. Aber Mama... Kein Aber. Wir gehen jetzt auf der Stelle nach Hause. Ich nehme dich nie wieder mit zum Einkaufen, Henry. Du hättest mächtig Ärger kriegen können. Verzeihung, ja? Sie haben die Hosen vergessen. Oh, ich danke Ihnen. Oh, Verzeihung, haben Sie vielleicht etwas in der Tasche, das Sie nicht bezahlt haben? Nein, das glaube ich nicht. Dürfte ich mal nachsehen? Ja, natürlich, aber... Wie erklären Sie sich dann das hier? Oh, tja, wissen Sie, das war so... Henry, oh je. Nein, nein! Bitte nehmen Sie meine
ins Gefängnis. Bitte nicht. Bitte nicht. Das war ich. Ich habe es in ihre Tasche gelegt, weil ich wollte, dass sie es mir kauft. Das ist alles meine Schuld. Nun, das glaube ich gern. Stecken Sie mich an Ihrer Stelle ins Gefängnis. Tja, es ist gegen die Geschäftsvorschriften, Kinder einzusperren. Bedauerlicherweise. Also will ich noch mal ein Auge zudrücken. Oh, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und selbstverständlich bezahle ich das Spielzeug. Und wollen Sie diese hier ebenfalls kaufen? Oh, ja. Tja, na gut. Die auch. It's so easy being me. I'm Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui! Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Ja, nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Interessant. Ich fasse die nicht an, da kriege ich bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödel nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lieblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich. Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Touch mich bloß nicht an. Ah, der hat geredet. Der Typ da hat geredet. Ach ja, interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen. Nein, das ist die Klasse von meinem Bruder. Meine Klasse ist da drüben. Kamera und Lautsprecher funktionieren. Kannst wieder abschalten. Und gut gemacht, Jörg. Schätze, vor Angst wird der Kleine so schnell nichts mehr anfassen. Dich kriege ich noch. Jörg, warst du das? Bist du sicher? Schön weitergehen. Geradeaus zum normannischen Dorf. Frühe Kulturen und Mittelalter. Langweilig. Frühe Neuzeit. Wen interessiert das? Sonderausstellungen. Aha, Dinosaurier. Jemand zu Hause? Oh je! Au! Hä? Oh! Au! Wahnsinn! Willst du deine Kralle wieder haben? Hier. Oh nein. Hey, du, hier geblieben. Alarm! Unruhestifter flüchtet.
Er trägt ein blau-gelb gestreiftes T-Shirt. Hey, bleib sofort stehen! Verlieren. Na kommt schon! Wackelt! Ihr sollt wackeln! Die blöden Zähne bewegen sich nicht, als wären sie mit Superkleber festgeklebt. Jeder weiß, wenn man ganz viele Süßigkeiten isst, gehen die Zähne kaputt. Dauern. Aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen. Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilf mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3! Sie sind alle noch drin! Henry? Aha! Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen, heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal, ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Die sieht man nur ganz, ganz selten. Oh, du hast ihn verpasst. Und wenn schon, schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. Riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke. Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau. Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh. Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, dormez-vous. Sonne le Martine, Sonne le Martine. Peter, komm von dem Wespennest weg. Schon gut, Papa. Ich sing Ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen Sie nicht. Sonne le Martine. Peter, nicht.
Natürlich stechen sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Zappa sehen. Juhu, schneller, das macht Spaß. So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui, ab zum Teich. Bremse. Na los, du Schlafmütze. Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel. Da ist er! Ich sehe ihn! Ich sehe den Teich! Hier ist eine Abkürzung! Los, kommt! Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous? Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ich verpasse Rapper Zappa. Wie kriegen sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Na los, komm schon! Das ist keine Kuh, oder, Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh je. Das war klasse. Und der Teich ist gleich da unten. Oh, wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund. Oh. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. Nee. Henry, lass das. Du machst ihn nur wütend. Na und? Er ist doch eingesperrt. Oh je. Wir müssen schleunigst hier weg. Da lang.